So, jetzt zeige ich euch mal einen europäischen Fischotter. Das ist Ludger. Ludger ist 5 Jahre alt, ist ein Lutra-Lutra, also ein ausgewachsener europäischer Fischotter. Der Otter ist ein sehr stark ans Wasser angepasstes Säugetier oder ich sag mal neben dem Nerz der einzige Marderartige in Deutschland, der auch Unterwasser jagt oder sehr stark mit dem Wasser verbunden ist. Deswegen ist das Fell super, super dicht und die können auch wirklich im Winter stundenlang im Wasser verbringen, ohne dass sie nass werden oder frieren. Das ist auch der Grund, warum der Otter in Deutschland fast ausgerottet war, weil das Fell natürlich super dicht ist und schön wärmt. Und da hat man dann Pelzmäntel draus gemacht früher. So, das ist auch vorbei. Jetzt kommt der Otter langsam wieder. Und ja, wie schon gesagt, der ist sehr stark ans Wasser angepasst. Und dementsprechend ist auch sein Gebiss. Zeig mal deine Zähne, sieht man das? Also damit kann der Otter auch unter Wasser einen Fisch packen und an Land ziehen. Das heißt, der muss unter Wasser, auch wenn die Sicht nicht gut ist, schnell reagieren. Das heißt, ein Otter kann super schnell zupacken unter Wasser und auch einen glitschigen Fisch wie einen Aal oder eine Forelle einfach festhalten. Deswegen starkes Gebiss und spitze Zähne. Der Otter ist in der Natur, hat der Rüde ein riesiges Gebiet, was er praktisch patrouilliert, wo keine anderen Otter geduldet werden, außer weibliche Otter. Also bei Fischottern ist es so, das Männchen hat ein, ich sag jetzt mal, mehrere Quadratkilometer großes Areal, das er immer wieder abläuft und abschwimmt. Und da können weibliche Otter auch ihr Revier drin haben in diesem Gebiet. Das heißt, wenn man sich das auf so einer Karte vorstellt, der Fischotter-Mann hat dann irgendwie seine 10 Hektar oder mehr. Und da gehen dann eben an den Rändern sind verschiedene Reviere von Weibchen und die besucht er dann. Das heißt, der ist eigentlich ein Einzelgänger. In Gefangenschaft ist es so, dass sie auch paarweise leben können. Das heißt, er hat hier noch ein Mädel drin, mit der er auch schon Nachwuchs hatte. Und ja, das gibt es in der Natur nicht, dass sie permanent zusammenleben. Aber das sind sehr verspielte Tiere und deswegen ist es ganz gut, wenn sie was zu tun haben. Und die toben hier Stunden über Stunden im Wasser und spielen miteinander. Das ist schon schön. Ne? Ja, die Füße sind auch ans Wasser angepasst. Man sieht hier schön an den Vorderfüßen, dass da Schwimmhäute zwischen sind. Und auch bei den Hinterfüßen haben wir Schwimmhäute zwischen den Zehen. Und der Schwanz, dient auch der Fortbewegung im Wasser. Ist abgeflacht und die können also richtig Gas geben. So, willst du wieder rein, Dicker? Ja, das Problem ist, er ist super zahm, sie ist nicht zahm und da kann es schon mal sein, dass es dann auch wehtut. Deswegen habe ich jetzt mal lieber fluchtartig das Areal verlassen.